Hallo und herzlich willkommen hier auf Microhazard TV. Ich bin's wieder, der Bio, und spiele zusammen natürlich wieder mit dem Ice Dragon. Hallo. Hallo. Natürlich Terraria wieder. Weiter geht's hier mit unserem Let's Play. Und ich habe mal jetzt gerade mal kurz im Offscreen, während der Ice Dragon hier schon mal versucht hat, hier einzutreten, mal ein bisschen was versucht hier rauszufinden. Denn bei uns ziehen keine Leute ein. Und das kann man ganz leicht gucken oder überprüfen, indem man jetzt halt in dem Raum ist, wo halt jetzt wirklich die Behausung jetzt ist, um zu gucken, ob die Behausung überhaupt soweit funktioniert. Und zwar drücken wir einfach auf die ESC-Taste und dann drücken wir hier bei Housing, haben wir ja rechts unter der Karte, siehst du das auch? Da hast du ja. So, jetzt haben wir ja hier ein Fragezeichen, jetzt Behausungsanfrage. Wenn wir da jetzt so drauf drücken und jetzt einfach in die Hütte, dann steht hier unten links, die Behausung ist geeignet und das sehen wir dann. Bei dem anderen da drüben, da sehen wir jetzt ja schon so eine Fahne, dass ja hier der komische Josh da drin ist. Das ist jetzt sein Zimmer. Du hast den jetzt umgesetzt. Genau, ich habe ihn jetzt umgesetzt, genau. So, wenn wir jetzt hier drüben bei uns auf die große Hütte, dann steht hier auch, diese Behausung ist geeignet. Also eigentlich können hier Leute einziehen, wissen zwar noch nicht, warum hier keine Leute einziehen, denn der Ice Dragon, du hast doch 2 Mana-Sterne. 3 sogar in der Zwischenzeit. Siehst du, also eigentlich hätten wir hier schon Minimum irgendeine Zauberkräuterfrau hätten hier schon ankommen müssen. Ja, mal gucken. Vielleicht kommt es sich noch irgendwie mal ein bisschen. Er müsste hier auch mal rüberlaufen, eigentlich, ne? Wenn das jetzt da drüben sein Haus ist, eigentlich, oder? Ja, der läuft hier immer mal wieder rum. So, ich habe mal auch ein bisschen was geguckt. Natürlich, ja, ne? Ich spiele es, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele es natürlich auch auf der PS Vita. Und natürlich gucke ich mir auch ein paar Crafting-Sachen so an, ne? Was man so alles kann ja nicht schaden. So, ich gehe mal jetzt hier ran und hole mir mal die Silberbarren raus. Ja, warte mal, obwohl ich lasse dir mal auch ein paar da. Ich lasse dir mal 5 da, wenn du die mitnehmen würdest, dann wäre es sehr nett. Wir stellen uns mal jetzt an dem Amboss hier. Ja. So, wenn wir jetzt craften könnten, warum kann ich jetzt hier nicht herstellen? Was willst du denn herstellen? Ich guck gerade, warum ich jetzt hier nichts herstellen kann. Ich kann hier nur Münzen herstellen. Hm. Normalerweise liegt es daran, dass du zu wenig Material bei hast. Das würde ich jetzt auch so sehen, ja, genau. Was brauchen wir denn? Achso, denn. Aber eigentlich ja nicht. Das wundert mich jetzt ein bisschen. So, wir haben ja jetzt hier Kochtopf, genau. Die rosa Vase, roter Ziegel. Also wir könnten hier schon Ziegel machen. Ich brauche mal Holz, warte mal. Wir gehen mal hier schnell an unserem Schrank hier. Ich werde mal ein bisschen. Der Bio hat mir natürlich nicht gesagt, was er machen will. Nee, das ist richtig. Da hat ja so ein Aha-Effekt sein soll. Aber eigentlich brauche ich das dazu nicht. So. Nochmal Holz. Ich kann hier irgendwie nicht craften an dem Ding. Auf der Vita ging das ohne Probleme. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, dass ich das Crafting-Menü hier schon sehr komisch finde. Eigentlich wollte ich mal so eine Kette machen. Mit den Eisenbarren. Ach ne, wir haben ja gar kein Eisen. Das ist ja Silber, was ich dabei habe. Ja, genau. Du hast das Silber. Das kann gesagt. Auch nicht gehen. Ja, ich sollte ja auch Silber mitnehmen, hast du ja gesagt, dass das Silber mitnehmen. Ja, das ist richtig. Das war falsch. Genau. So, hier ja, unten typisch. Haben wir eine Eisenkette. Ich mach das jetzt einfach mal, ja. Wir haben 4 Stück davon. Eine Eisenkette mache ich jetzt. Zack, und crafte die mal. So, jetzt legen wir die uns hier ab. Und jetzt können wir uns immer noch nicht. Warte mal. Jetzt ist natürlich doof. Jetzt ist mein Handy jetzt gerade nicht an. Wir können uns ein Sägewerk fertig machen und in dem Sägewerk können wir uns zum Beispiel jetzt Schränke machen und also noch mehr Möbel können wir uns jetzt zum Beispiel machen, aber auch wichtige Sachen. Aber irgendwie funktioniert das jetzt hier aktuell. Warte mal, ich müsste vielleicht mal hier oben an die Werkbank. Geht das hier? Da ist es, genau, das Sägewerk hier. So, dazu brauchen wir Holz, 2x Any Iron Baron, aber da würde ich jetzt nicht den nehmen. Any heißt doch einen beliebigen, ne? Any heißt irgendein Eisenbarren. Genau, dann nehme ich jetzt hier einfach mal Kupferbarren mit. Weil nicht, dass wir hier unser teures Eisen jetzt hierfür benutzen. Ja, wir haben so wenig davon. Jetzt gehen wir mal nochmal. Jetzt müssen wir nochmal suchen, das Sägewerk. So, und jetzt ist es aber nicht mehr da. Also geht es doch nicht mit ihm. Oh. Das ist ja jetzt nervig. Ja, ein bisschen. Dann nehme ich mal jetzt noch Silber mit und gucke jetzt nochmal. So, da unten ist das Sägewerk wieder. Gut, er nimmt jetzt ja irgendwie sowas. Wir machen mal jetzt das Sägewerk und platzieren das mal jetzt hier hin. Zack. Siehst du das jetzt auch? Ja, ich sehe es.
So, wenn du jetzt da mal hingehst, dann können wir jetzt nämlich hier so zum Beispiel so eine Kronleuchter machen. Ja? Kann ich jetzt nicht, weil ich kein Material bei habe. Genau. Wir können jetzt zum Beispiel Kupferkronleuchter machen, wir könnten jetzt eine Sitzbank machen, wir könnten jetzt eine Bar bauen, irgendeinen Tisch. Dann haben wir noch einen Barhocker, einen Webstuhl, womit wir auch dann zum Beispiel Betten machen können. Den Gärbottich haben wir jetzt drin, wir haben einen Fass. Also wir haben jetzt haufenweise Weapon Rack, eine Woman Queen, also eine Frauenstatue, so Puppe. Das können wir jetzt machen und ich würde jetzt aber gerne nochmal hier, wie gesagt, den Webstuhl nochmal basteln, wenn wir uns den... Der ist 12x Holz, okay. So, der ist jetzt hier und wenn wir uns jetzt hier ranstellen, brauchen wir jetzt natürlich Spinnennetze, dass wir dadurch jetzt zum Beispiel Seide machen könnten. Hatten wir sowas? Weißt du das? Spinnennetze? Ja, haben wir irgendwo. Spinnennetze, genau. Da ist es. So, gehen wir mal jetzt an den Webstuhl und probieren mal. So, jetzt können wir hier nämlich Seide machen. Zack. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal ein paar Mal Seide. So. Und jetzt könnten wir hier zum Beispiel ein Sofa jetzt fertig machen. Wir könnten grünes Dekoband könnten wir jetzt hier produzieren. Ein White String, weiß ich jetzt nicht aktuell, was das jetzt sein soll. Ein White String. Sagt ihr dir jetzt was? Eine weiße Schnur oder so, einfach nur. So, und dann haben wir jetzt hier nämlich das Bett. Dann haben wir jetzt hier zum Beispiel eine Kommode, könnten wir jetzt hier hinbauen. Sind die Sachen größtenteils alle nur Deko oder bringen die auch irgendwas? Das mit dem Bett, das will ich jetzt nämlich gerade testen, weil das will ich nämlich rüberstellen. Eigentlich sollte das Bett was bringen, dass man dann schlafen kann, wenn man halt so angeschlagen ist. Spawnpoint. Achso, hier ist dein Spawnpunkt. Ah, okay. Aber du kannst, Bett dann, oder was? Genau, du kannst jetzt hier Spawnpoint removed. Kannst du jetzt zum Beispiel hier Bett jetzt als Spawnpunkt praktisch nehmen. Also wir haben jetzt dadurch, dass wir jetzt das jetzt gebaut haben, jetzt wieder viel mehr Möglichkeiten, jetzt hier wieder was hinzubauen. Ob die jetzt natürlich Sinn machen. Ach, hier können wir Farben ändern. Okay. Was für Farben? Bei der Kommode, aber irgendwie funktioniert das. Achso, das, weil es ja jetzt nicht per Rüstung ist, sondern es ist ja jetzt. Bei der Kommode. Ja, ist jetzt, weil ich jetzt natürlich die Holzrüstung jetzt anhab. Oh. Aber wie gesagt, ihr braucht auf jeden Fall Eisenketten, ihr braucht zweimal ein Any Baron und dann braucht ihr natürlich noch Holz, dann könnt ihr das Sägewerk machen. Mit dem Sägewerk könnt ihr dann die Spinnerei machen und mit der Spinnerei dann praktisch dann euch so Kleidungsstücke zum Beispiel herstellen. Das dann zum Beispiel... Oh, da ist wieder ein Stern runtergekommen. Oh. Also es funktioniert alles schon, also... Achso, kommt der überhaupt dahin, der ja. Joe, in sein Haus? Ja. Warum wird er jetzt weil der ist da drüben, in dem anderen Zimmer dahinter, ne? Achso. Aber ich glaube, der kommt gar nicht oben rüber übers Haus. Meinst du nicht? Ja. Naja, wenn, ist jetzt auch erstmal egal. So, okay, also wie gesagt, wisst ihr Bescheid, ihr braucht halt dafür... Eisen, um halt Eisenketten herzustellen. Und Eisen ist jetzt bei uns jetzt ja aktuell ja ein bisschen Mangelware. Ice Dragon ist ja unten schon wieder am Buddeln. Ja, vielleicht finde ich ja irgendwas. Mal, wa? Ja. Also hier, wir brauchen einmal Eisenkette und können, ja. Und später bekommen wir dann halt mit verschiedenen Metallen dann zum Beispiel noch die Möglichkeit, dann irgendwelche Leuchtschwerter, also so Leuchtschwerter aller so Star Wars herzustellen. Ja. Also, das Spiel bietet eigentlich eine ganze Menge. Das muss man wirklich mal sagen. Das, obwohl es anfangs wirklich so relativ klein aussah, dass man wenig craften kann, habe ich mir schon ein paar Bilder angeguckt und es ist bei weitem nicht wenig, was wir hier bauen können. Also, das müssen wir leider mal sagen. Ich habe mir auch schon in meinem eigenen Spielstand ja auf der Vita mir schon mal eine Eisenspitzhacke gebaut. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt einen Unterschied. Die schneller? Ja.
Da ist was. Hier habe ich schon wieder was gefunden, ja. Das ist Lead-Ohr wieder, ne? Ja. Davon haben wir eigentlich gerade jetzt aktuell. Das hätte ich auch gefunden, wenn ich hier weiter gepullt hätte. Ja, ich habe gerade gesehen, weil da unten noch relativ dunkel ist. Ja, deswegen habe ich auch die Richtung gewählt von unterm Haus her quasi. Weil so, Spinnnetze kannst du also dementsprechend jetzt auch einsammeln. Kann man immer gebrauchen jetzt. Also die jetzt. Die habe ich sowieso immer schon eingesammelt. Nee, ich habe sie meistens immer liegen lassen, weil. Ich nicht, ich habe sie immer eingesammelt. So, genau. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir ja mit Minecraft also und Terraria jetzt noch ein bisschen was zu tun hier. Kann man ja schon sagen. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es aktuell ziemlich toll, wie die Spiele laufen. Ja. Jetzt hast du mir natürlich meinen Fund da hinten im Prinzip weggenommen. Wieder mal, wa? Ja. Aber ich habe mir jetzt wieder mit durchgebuddelt und ich mache hier immer Ice Dragons Arbeit zunichte. Nimmst mir immer alles weg, ja. Mir umsonst hier durchgebuddelt, hier war jetzt überhaupt nichts. Da tut mir fürchterlich doll leid. Oh, jetzt ja, hört man. Hört man, dass dir das so richtig leid tut. Meinst du? Das ist schön. Ist nicht zu überhören, dass dir das so richtig leid tut. Das freut mich. So, hier ist Wasser. Ich muss hier aufpassen. Wir hatten gestern, ich meine, wir können es ja mal, da die Folge noch nicht online kommen wird von Minecraft, hatten wir gestern wirklich mal was gehabt, wo wir eigentlich gedacht haben, sowas passiert eigentlich so gut wie nie. Ja. War der Ice Dragon auch ganz schön geknickt gewesen, also. Ja, wir hatten eine Störung bei uns im. Also nicht bei uns ist es ja nicht, aber bei TeamSpeak-Server, wir hatten jemanden da, der Meinung war, einen auf Clown zu machen, sagen wir mal. Und dann wirklich noch rotzfrech dann weiterzumachen, denn, ne? Ja. Also, das sind denn uns die. Aber gut, die Option ist jetzt abgeschaltet, von daher. Er hatte einfach nur die Möglichkeit, weil wir eine Option nicht abgeschaltet haben im Teamspeak in der Einstellung, die ihnen das ermöglicht hat, uns zu stören quasi. Und ja, man lernt ja draus, ne? Ja. Ja, aber trotzdem war es jetzt in den Knick gewesen. Ja, ich war auch den ganzen restlichen Abend ist noch irgendwie so ein bisschen sauer gewesen, deswegen. Ja? Ja. Na, weil das vor allem eine Folge war, die vielleicht auch für den Zuschauer auch recht interessant gewesen wäre. Wir sind in der Folge wirklich, haben wir es dann doch mal gemacht und sind unten in den Katakomben quasi überall in den Höhlen unten so ein bisschen rumgekrochen und Bio hat aber was gefunden, wo wir versucht haben, ranzukommen mit ein paar Truhen, die da unten standen und so, aber. Ja. Wir wurden ja nur unterbrochen in der Folge. Ja, leider passiert sowas halt, ne? Kann man. Ich versuche so wenig wie möglich hier gerade dunkle Flächen zu haben, weißt du? Ja. Wo pullst du denn überhaupt schon wieder rum? Ach, hier irgendwo. Ich sehe dich gerade auf der Karte, ja. Ach doch, da hinten ist. Willst du wieder alt wegnehmen da hinten, ja? Ja. Yep. Also ich jetzt wieder mühsam in die Richtung buddle. Genau. Und ja. Wenn da hinten was ist, dann nimmst du wieder Feuer weg, ja? Das ist mein Ziel, ja. Achso, verstehe. Okay, alles klar, wir sind Bescheid. Aber hier oben ist was, also wenn du hier oben buddeln willst, dann bitte, tu dich keinen Zwang an. Unter den Sonnenblumen so, weißt du, und genau unter der Mitte von den Sonnenblumen. Das ist aber auch nicht wirklich viel, also. Deswegen gehst du da nicht hin, weil zu wenig ist. Ja, das lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht mehr wegzunehmen. Aber, ja, genau, lohnt sich nicht. Aber ich sehe gerade was. Ich habe auch schon so was gesehen gerade. Aus der Entfernung schon, ganz knapp beleuchtet. Aber ich muss natürlich versuchen, so möglichst wenig dunkle Stellen zu lassen. Ja, das kannst du meistens immer, so wie du das ja immer gerne machst, mit viel Licht so halbwegs dann ringsum rausleuchten. Deswegen mache ich auch so viel Licht. Dann kann man auch das Ding herum noch so ein bisschen ausleuchten. Deswegen, das ist ja das, was ich ja meinte. Auf der Vita gibt es nicht so viele Höhlen wie jetzt hier zum Beispiel.
Und da geht es dann auch, weißt? Dass man dann halt wirklich... Ich habe ja so einen Mechanismus so ausgedacht, dass ich halt wirklich immer so wirklich gerade immer runterbaue. Ja, der Bio macht jetzt wie so Bergwerksstollen quasi. Richtig, ja. Aber weil wir ja hier so viele Höhlen haben mit Wasser und kann man das hier schlecht machen. Ja, es ist... Und das Wasser immer in die Quere. Ja, also, aber ganz ehrlich, hier hast du immer noch so die Chance, so ein bisschen drumherum. Man kann sich wunderbar eigentlich drumherum buddeln, ja. Auf die Vita ist es denn so, dass du da halt manchmal so wirklich gar keine Chance hast, da irgendwie noch irgendwie durchzukommen. Gar nicht so einfach hier vorwärts zu kommen, oder wie man es gerne hätte manchmal. Ja, es soll uns ja Spaß machen, ne? Ist ja hier kein Wettrennen oder sonst irgendwas. Ist es nicht? Nein. Also wie gesagt, du brauchst halt wirklich, wenn du so ein... so ein Sägewerk machen würdest, Ketten dafür, aber die musst du erstmal herstellen. Ja, ist klar. Weil wichtig ist halt erstmal Eisen, ja, da brauchst du halt Holz dafür und nochmal Eisen, ne, also als Eisenbarren. Dann kannst du denn sowas herstellen. Bist du auch gerade recht konzentriert, wa? Ja, aber ich sehe gerade, dass die Folge auch schon wieder zu Ende ist. Zeit verfliegt. Ja, das ist wohl wahr. Haben wir schon beim Landwirtschaftssimulator festgestellt. Ja. Ja, würden wir dann natürlich sagen, sehen wir uns dann übermorgen natürlich wieder zu einer brandneuen Folge hier zu Terraria wieder. Und freuen uns natürlich über sämtliche Kommentare von euch. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, dann lasst es uns wissen. Und ja, von daher würden wir sagen, sehen wir uns dann halt übermorgen dann wieder, ne? Genau. Alles klar, bis dahin. Tschüss und Dankeschön fürs Zugucken. Tschüss. Tschüss.